da. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung, dass ich eben öfters mal diesen, ja, sagen wir mal, Cheat benutze, dass ich eben den Leuten eben mehr Geld gebe, als sie eigentlich haben. Das hat einfach auch nur den Zweck, dass das Let's Play nicht so dermaßen in die Länge gezogen wird. Das habe ich, glaube ich, schon mal alles erklärt. Wenn das eben für euch ein Problem ist, dann kann ich das, wie gesagt, auch einfach lassen. Und tue dann eben versuchen, so an Geld zu kommen und dann eben alle möglichen Leute eben nachfragen. Aber wie gesagt, so wäre es eben einfacher und ich tue mir ja nicht selber irgendwie mit Geld schieben, sondern das ist ja, wie gesagt, die Sachen, die ich hier finde, die benutze ich auch. Und die verkaufe ich auch. Deswegen hebe ich auch alles auf, was ich eben finde. Wie zum Beispiel hier diesen zerbrochenen See. Dunkles Amulett. Was war das gerade? Das könnten wir mal hier lesen. Wie wunderbar! Was war das gerade? Das behalten wir mal. Das sieht wahrscheinlich sehr für Nutzen noch aus. Und wie gesagt, also auch diese Tränke und sowas. Diese Händler bieten eben, wie gesagt, nur eine gewisse Menge an Tränken an. Und dann immer von Händler zu Händler zu laufen. Jetzt muss ich mal kurz mich konzentrieren. Jetzt kommen mich wieder viele Gegner und bitte kein Riesen. Na klar, kommt da einer. Nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Und diese Tränke, wie gesagt, auch ein bisschen herbeicheaten, nenne ich es jetzt mal einfach mal. Damit wir schneller vorankommen einfach. Und so müssten wir von Händler zu Händler laufen, bis wir mal eine Menge an Tränken haben. Und das dauert dermaßen lange und ja. Deswegen tue ich das einfach bevorzugen und hier kommt schon wieder so ein blöder Riesenorg. Ich möchte aber hier noch ein Level abbekommen. Komm schon. Und da kommen schon die Meute. Aber nicht der Riesenorg, der kommt nicht. Perfekt, dann machen wir das einfach mal hier, die alle besiegen. So, und dann sind wir auch schon gleich Level ab, was ich eigentlich bevorzuge. Wenn wir dann irgendwann mal stärker sind, können wir uns dann auch gegen diese Riesenorden machen. Aber wir könnten halt versuchen, nochmal in der Aufnahme schon mal ein bisschen in der Fluchtenabtei rumzustöbern. In der Hoffnung. Herrlich! Jawohl! Jetzt tun wir mal schnell hier plündern. In der Hoffnung, dass jetzt hier nicht so viele kommen. Kommt da ein Riesenorg. Das sieht gut aus. Du bist des Todes. So, ich glaube, da müssen wir dann eh bald. Riesenorg. Ah, geht doch bitte weg. Verlasse mich. Na, hau ab, ich will gar nicht gegen dich kämpfen. Bitte geh weg. Bitte verlass mich bitte. Nein, Hilfe, ich muss hier weg. Oh. Dann tun wir mal ein bisschen austricksen. So. Schlagt euch von mir aus mit denen rum. Ihr da, oder ihr seid noch nicht mal so weit, dass ihr den besiegt. Wie das aussieht, hat er hier ordentlich aufgeräumt, aber der Riesenorg wird wahrscheinlich schon ordentlich. Ach du meine Güte. Komm schon. Guck mal, wie viel der da draufhaut. Was, jetzt hab ich das noch nicht mal bekommen? Ich trage zu viel. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt haben die den besiegt und ich hab das noch nicht mal bekommen. Frechheit, na gut, hier.
So. Das Amulett. Hier ist ein Amulett schon drin. Da tun wir das mal mit hier rein. In der Hoffnung, dass wir das dann irgendwie mal noch verwenden können. Da haben wir nämlich auch schon eine. Ach, die Kette hat es gerissen, dass wir jetzt hier nicht mal zu viel tragen. Okay. Maßgeschneiderter Helm, den habe ich ja noch nie gesehen. So in der Form. Habe ich irgendwie ein Update draufgeladen, dass das so komisch aussieht? Das können wir mal noch identifizieren, wie das heißt. Den Stab auch. Und das war es dann auch schon. Zeig mir mal, was das für ein Helm ist. Er bringt uns 110. Den habe ich ja noch nie gesehen. So, Gürtel ist Rotz. Das Schild können wir auch noch identifizieren. Und das ist alles, glaube ich, identifiziert, oder wie das heißt. Dann machen wir mal noch das Schild. Da ist es. 2000. Ja, na komm. So, jetzt mache ich wieder unseren wunderbaren Trick, dass wir denen eine Menge an Geld geben. Und wie gesagt, der behält das Geld ja hier. Guck, da ist das ganze Geld. Und ich gebe den ja, wie gesagt, nur diese ganzen Sachen hier. Und deswegen hebe ich auch, wie gesagt, jeden Scheiß hier auf. Was ist das hier gewesen? Das war gerade falsch. Die möchte ich bitte wieder haben, du kannst die hier haben. Komm, die kannst du auch haben, dass wir hier wieder mal ein bisschen an Geld kommen. Und die behalte ich, dafür bekommst du die auch nicht mehr, die behalten wir. Okay. Und dann möchte ich bitte mal noch schnell wieder 50 Tränke haben. So, das ist wie gesagt das, was ich jetzt gemacht habe, dass ich wieder jetzt hier 150 Tränke mache. Und mir das Geld gebe. Und wir haben einiges an Geld. Das liegt aber wirklich da. Und das liegt aber wirklich daran, weil wir, wie gesagt, jeden Müll hier aufheben. Und den versuchen zu Geld zu machen. So. Sind wir denn jetzt hier sicher? Ich möchte mich bitte mal noch ein wenig auf Konstitution. Dass wir mal hier noch mehr. Genau das davon bekommen. Und ich möchte bitte Schaden haben wir, dass wir mal noch rüsten. Wie wunderbar! So, ich muss mal kurz rüsten. So, Verzeihung. Und dann würde ich sagen, machen wir uns doch mal jetzt schnell auf den Weg zur verfluchten Abtei. Einfach mal zu gucken, ob das jetzt klappt. Wenn nicht, dann. Ja, dann haben wir eben Pech gehabt. Aber mich würde es echt mal reizen, ob wir jetzt da oben hinkommen und ob da ein bisschen vorankommen. Geld für Tränke haben wir. Und ja, mal schauen, was wir jetzt hier so reisen können. Vielleicht schaffen wir jetzt hier weiter ein bisschen in der Fluchtenabteil, dass wir jetzt ein bisschen weiterkommen. Ich hoffe es natürlich, weil ich möchte jetzt auch nicht so ewig dann immer noch hier weiter leveln, bis wir dann irgendwann mal endlich da oben was machen können. Müsste jetzt eigentlich soweit sein, dass wir da wirklich stark genug sind dafür. Und deswegen machen wir uns damals oben auf den Weg. Und wie gesagt, dann werde ich auch gleich. Nimm einfach mal mit. Werden wir uns dann nachher auch schon auf den Weg machen, dann mal noch ein paar Quests zu erfüllen. Versuchen zu erfüllen. Das werde ich schon aber, wie gesagt, in der nächsten Aufnahme machen, wo wir dann das natürlich schon alles mit neuem Mikrofon gemacht. Warum steht hier im Bett? Das muss ich mal... Die heiligen Waffen, ja, das haben wir gerade gesehen. Bett. Punkt, Punkt, Punkt. Warum? Fragezeichen, Fragezeichen. Das müssen wir mal gucken, dass wir das vielleicht irgendwie noch mitnehmen können und dann vielleicht irgendwo hinstellen können, wo wir es gebrauchen können. So, willkommen an der verfluchten Abtei. Wir versuchen da jetzt wirklich ein bisschen was zu reißen. Wenn nicht, dann mache ich da trotzdem erstmal einen kleinen Aufnahmestopp, weil ich nicht zu viel aufnehmen möchte.
Und wie gesagt, eigentlich noch zwei Let's Plays vor mir habe, die ich aufnehmen müsste. So. Okay. Ruhe. Was für ein unheimlicher Ort. Kennen wir schon. Okay, da stellen wir uns mal hier in die Mitte. Nein, wir stellen uns nicht in die Mitte.